Warte mal. Dirk Schäder aus vom SV Dickenberg. Ja, 15:0 hier in Metting verloren. Was sagst du zum Spiel? Ja, 5:0 absolut verdient, auch in der Höhe. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben in Halbzeit 1 hart mit dem Wetter kämpfen müssen. Also da hatten wir wirklich den Winter als Peitsche im Gesicht und ja, zwei Gegentore, die nicht unbedingt sein müssen. Eine Ecke von vielen, die wir in dem Moment nicht gut verteidigen. Alles andere machen wir bis dahin gut. Das Spiel ist komplett in unserer Hälfte, liegt aber dann auch mit am Wetter. Zweiter Ball rutscht Torwart durch und unser Verteidiger kommt nicht mehr dran. Dann gehst du mit 0-2 in der Halbzeit und bist halt gezwungen, um mal zu kommen. Wir wollten das Spiel dann nach vorne verlagern, vorne Druck machen. Haben nicht den nötigen Zugriff gekriegt. Haben es auch nicht konsequent gemacht nach vorne. Also, klar hat man gemerkt, komplett gemerkt, dass Metting auf dem Platz viel besser zurechtgekommen ist als wir. Ja, und so geht es dann halt in der Höhe auch völlig in Ordnung. Also, klar verdient. Okay, ja, die Frage muss ich jetzt natürlich noch stellen. Ihr steht nicht so gut da, habt 2 Punkte Rückstand, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Mannschaften vor euch haben jeweils noch 1 oder 2 Spiele weniger. Ja, dein Ausblick für die nächsten Wochen. Was rechnet ihr euch noch aus? Der Plan bleibt der gleiche. Wir haben gesagt, wir wollen die nächsten Wochen ordentlich angehen. Wir wollen auch da punkten. Mit Hesch, Ladbergen und Hobson haben wir halt auf jeden Fall Gegner, wo auch immer was gehen kann. Jetzt liegen die beiden Spiele nicht gut für uns, klar. Das waren aber beides mal Bedingungen, die, ja, wo wir jetzt wirklich hart mit uns kämpfen mussten. Nicht so auf die Platte kamen, wie wir das wollten. Das war schlussendlich nicht ganz glücklich. Es ändert nichts dran. Die Punktausbeute ist zu mager und das, die tabellarische Konstellation ist. Ja, die Tabelle kann jeder lesen. Deine Frage ist halt in der Hinsicht halt die ich seit Wochen von der Presse kriege. Und klar, ich bin halt total zufrieden mit der Truppe, dass wir auch immer wieder eine gute Stimmung trotzdem hinkriegen. Und wir nehmen uns auch vor jedem Spiel viel vor. Aber wir können halt nicht immer alles gleichzeitig umsetzen und wir müssen halt peu à peu gehen. Und bei uns ist es halt ein langer Weg oder ein Entwicklungsprozess und der dauert halt ein bisschen. Okay, super, danke. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg für die nächsten Spiele. Danke.